Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Tag 2 aus Saalbach. Wir nehmen uns heute die Z-Line vor und vielleicht auch nochmal die Blue Line. Mal gucken, wie das so läuft, weil die Abfahrten ein bisschen kürzer sind und nicht so super, super lang, sodass es sich halt lohnt, auch immer ein Ticket zu holen und halt mal den ganzen Vormittag, so ein 4-Stunden-Ticket werden wir wahrscheinlich holen und damit dann zu fahren. Aber wir gucken gleich mal, welche Tickets da so am besten funktionieren. Gestern Tag 1 lief schon richtig gut. Ich bin mega happy gewesen mit dem Norco und bin gespannt, wie es heute so läuft. Ich habe gerade mal reingeschaut in die Bike Map hier, weil der Anfang der X-Line scheint irgendwie richtig, richtig cool zu sein, besonders in Videos. Aber das Ende der X-Line bzw. das Mittelstück, beides, das sieht so ein bisschen heftig aus. Und eigentlich wollte ich mich hier dieses Jahr auf jeden Fall noch vor schwarzen Lines fernhalten, denn ist ja auch irgendwie ein gemeinsamer Urlaub und da sollte man ja keinen Stress haben. Aber wir machen uns jetzt erstmal ready und dann geht's gleich los. Naja, übrigens, nicht zu unterschätzen hier in Österreich. Mal hier, ich weiß nicht, ob ihr es erkennen könnt. Hier ist, glaube ich, noch schlimmer. Richtig Sonnenbrand und hier auch. So der typische Biker-Sonnenbrand. Und heute wird sich auf jeden Fall eingecremt. Das heißt, jetzt erstmal Sonnenschutzfaktor 30 auftragen und dann das Eincremen angesagt. Wir haben uns dann den erstbesten Lift geschnappt und direkt ein Ticket gekauft. Das war auf unserem Weg dann der Lift zur Blue Line nach oben, wo auch noch die Pro Line wartet. Aber naja, Thema schwarze Strecken wird hier nochmal auf jeden Fall ein Thema sein in dem Urlaub. Aber als allererstes Warmrollen auf der Blue Line heute. Ich habe es ja letztes Jahr schon mal gesagt, die Blue Line hier in Saalbach ist das beste Beispiel für den Unterschied zwischen blauen Lines in Deutschland und den blauen Lines in Österreich. Denn hier hast du wirklich auch Steinfelder und einen kleinen Wallride, was heißt einen kleinen, sogar einen 35 Meter Wallride. Und es ist einfach ein bisschen eine andere Nummer als bei uns in Deutschland. Ich glaube, der ein oder andere Anfänger wird hier überrascht sein auf der Line, wie es hier zur Sache geht. Was allerdings wirklich cool ist, dass es hier so ein bisschen mehr zur Sache geht, ist, dass auch Anfänger und Fortgeschrittene mega Spaß miteinander haben können. Denn die Anfänger umfahren einfach die schwierigen Elemente und die Fortgeschrittenen
finden noch immer Zeit, irgendwo ein bisschen rumzuspringen. Nachdem wir dann eine Abfahrt auf der Blue Line gemacht haben und ein bisschen warm waren, war es dann Zeit für die Z-Line. Und die Z-Line hatten wir schon ziemlich viel Gutes vom Christian und vom Finn gehört, die wir jetzt auch gleich wieder treffen. Kennt ihr noch aus dem letzten Video. Und ich muss sagen, die Z-Line ist auf jeden Fall einer meiner Favoritenstrecken hier in Saalbach geworden, weil sie kurz und knackig ist und viele coole Features hat. Aber seht selbst. Die Z-Line ist übrigens hier auf dem Berg meines Wissens irgendwie die einzige Line und man ist ziemlich schnell immer wieder oben, sodass man die auf jeden Fall gut mehrfach fahren kann. Es ist eine rote Line, das bedeutet, man kann eigentlich auch fast alles umfahren und hat aber trotzdem schöne Features darauf, die auch echt, echt Laune machen und schon beim ersten Versuch irgendwie super bei mir geklappt haben. Thank you.
Zum Abschluss des Tages haben wir uns dann gedacht, wir fahren nochmal ganz entspannt den Panorama-Trail. Und das ist auch eine super Option, nochmal vor der Mittagspause, vor allem, weil es auch direkt an unserer Unterkunft gelegen hat. Also ab zum Panorama-Trail. Ganz komisch. Und dieser richtig verkackte Sprung, wo ich auf dem Hinterrad gelandet bin, war das Zeichen für mich, dass es für den Tag halt auch genug gewesen ist. Denn man darf das Ganze hier nicht unterschätzen. Man hat natürlich super viele Glückshormone, wenn man hier in diesem Panorama Fahrrad fährt. Und irgendwie will man ja auch natürlich den ganzen Tag Radl fahren. Aber wie soll ich sagen? Es ist halt einfach nicht zu unterschätzen, wie anstrengend das Ganze in Wirklichkeit ist, auch wenn man dann voll mit Adrenalin und Glückshormonen ist. Das bedeutet, vielleicht sollte man eher mal einen Gang zurückschalten, vor allem wenn man viele Tage da ist, und einfach mal langsam machen. Weil das Wichtigste ist im Endeffekt, dass man immer am Abend gesund nach Hause kommt und heil vom Trail wieder runter ist. Und natürlich am Ende auch gesund und munter zurück nach Hause, nach Deutschland kommt. Deswegen habe ich dann für mich entschieden, okay, das ist jetzt die entspannte vorletzte Abfahrt, bevor es dann zurück ins Hotel geht. Einmal falsch geguckt. Und genau diese kleinen Fehler der Blickführung und Co. haben sich dann wirklich, wirklich gehäuft gegen Ende. Ich kann nimmer mehr das Bike hochheben. So, Leute, zurück im Hotel. Das war jetzt ultra anstrengend, weil es irgendwie krass warm geworden ist. Also ich will mich nicht beschweren. Wir haben Glück mit dem Wetter. Es war viel schlechter angesagt, aber so nach den drei, vier letzten Abfahrten war unsere Trinkblase zu Ende. Und wenn dann der Mund immer trockener wird, weil es immer staubiger wird, ist irgendwann Feierabend. Und jetzt machen wir erstmal hier Schluss für heute. Gucken, was wir später noch machen. Aber jetzt erstmal Mittagessen und Chillen angesagt. Das war der letzte Tag mit Finn und Christian. Die fahren morgen schon zurück. Aber eventuell treffen wir noch Tan und Justin im Bikepark Leogang. Und irgendwie wohnt der Tan ja im Sommer hier. Ich weiß auch nicht, wie er das macht. Hat auf jeden Fall krass den Luxus. Weil Leogang steht ja auch noch auf dem Programm.
Aber Feedback kurz zur Z-Line. Die Z-Line ist schon mega. Also hat mir bisher hier mit am besten gefallen. Ja, neben dem Huckleberg Trail, der ist auch mega. Aber Leute, ich muss jetzt mal was essen. Und wir müssen hier den ganzen Kram trocknen. Den muss ich noch ausziehen. Und ja, abonnieren nicht vergessen, Kommentar da lassen, Daumen nach oben. Ihr wisst ja Bescheid und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, ich muss hier über diese Wunde jetzt diese Protektoren ausziehen. Ciao, ciao. Que te quise amar, pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería, no, no, no. Yeah, yeah. Hola, quiero que tú sepas que te quise amar. Solo una oportunidad, luego me voy. Sería chimba demostrarte quién yo soy, bebé. Si no quiera esos días que tenía tu compañía, desperté y no era como antes. Que los errores de mi vida nunca fueron culpa mía y el destino quiso traicionarme, pero me di cuenta demasiado tarde que por esas vainas te perdí a ti. No estuvo en mi mente hacerte sufrir y en mis pesadillas dejarte ir. Yeah, yeah. Pero la inmadurez me la jugó. Baby, eso no lo quería.